Mach wieder auf. Was da willst du? Ich dachte, du wolltest Decker nicht sehen. Oh, wollte ich nicht, aber kannst du ihm eine Nachricht von mir übermitteln? Tut mir leid, ich habe dich falsch verstanden. Stimmt, genau. Warum sollte ich mich mit so einem Schwachkopf treffen? Kane starrt dich einige Sekunden an. In Ordnung, ich gebe dir eine letzte Chance, ihn zu sehen. Komm mit mir. Mist, Leute, jetzt haben wir es. Du suchst Mist. also einen Job. Was für ein Zufall. Ich hätte was für dich. Ach, wo sind bloß meine Manieren? Wie heißt du? Erstmal handeln. Vielleicht hast du ja was Tolles. Wurfmesser und Steampacks. Ja, da geht was. So, was geben wir ihm jetzt noch? Ach, geben wir ihm einfach noch eins. Das sind ja, da machen wir nur 50 Miese. Das sollte gehen. Ich glaube, die mögen die Drogen nicht. Kann es das sein? Die mögen die Drogen nicht, Leute. Ich kann die Drogen also nicht verkaufen. Verkaufe ich einfach den ganzen anderen Rest. Ah, da habe ich solche Munition auch schon mal. Die könnte ich stapeln, Leute. Und das Feuerzeug sollte ich vielleicht wegen dem Molotow-Cocktail rausnehmen. Wobei, das dürfte notfalls auch so auch gehen. So. Einfach verkaufen. Die hebe ich auf, Leute. Die könnten nützlich sein. Wobei, ich glaube, das hier möchte ich tatsächlich aufheben. Denn der Rest, den haben wir immer wieder mal gesehen oder können wir irgendwoher bekommen. Aber das haben wir bisher nur ein einziges Mal gesehen. Den Rest würde ich jetzt gerne behalten wollen. Die da würde ich halt gerne noch verkaufen, aber es geht halt leider nicht. Lol. Okay. Machen wir die einzeln mal weg. Neunhundertsiebenunddreißig. Okay. Dann versuchen wir da jetzt runterzukommen. Das dürfte eigentlich hier einer davon sein, oder? 36. Ah, Mist, das ist aber blöd. Der ist auch 10 wert. Okay, der Typ will einfach nicht mit uns handeln, Leute. Wir reden mit ihm. Ich heiße ihn an. Also. Schluss jetzt mit den Floskeln. Möchtest du etwas über den Job wissen? Deshalb bin ich hier. Hintergrund: Es gibt da einen gewissen Händler, der nicht völlig mit dem Untergrund kooperiert. Und der Job? Ganz einfach. Finde den Händler und seine Frau und mach sie alle. Das etwas, sie töten? Wie viel springt dabei raus? Die übliche Bezahlung. 500 Deckel vorab, weitere 2500, wenn der Job erledigt ist. Machst du's? Ja, Leute, wir machen es dieses Mal. Sehr schön. Der Händler lebt in den Heights-Ecke, Barter Street und Thunder Avenue. Deine erste Gage erhältst du auf dem Weg nach draußen. Okay. Habe ich jetzt die 500 Deckel bekommen? Noch nicht. Der Kaufmann und seine Frau wohnen westlich von hier. Sie sind an der Ecke Barter Street und Thunder Avenue in den Heights. Er hat wahrscheinlich Wachen versucht leise zu sein und sorgt dafür, dass du die nicht gesehen wirst. Doch wenn dich jemand sieht, dürfen sie nicht lange genug leben, um es weiterzuerzählen.
Wenn du deine kleine Aufgabe erledigt hast, komm wieder hierher. Noch was, denk nicht einmal daran, zur Polizei zu gehen. Das wäre der schlimmste Fehler, den du je machen könntest. Wenn du kannst, versuch nicht, ihre Aufmerksamkeit auf dich zu ziehen. Das kann manchmal ziemlich nervtötend sein. Ken gibt die 500 Deckeln. Okay. Ja, jetzt haben wir das, Leute. Okay. Ja, ich will handeln. Ich glaube, bei denen konnten wir handeln. Ja. 94 Deckel, Leute. Die möchte ich versuchen zu bekommen. Einer davon noch, dann müsste das genau... Ja, super. Ha! Endlich, Leute. Wir haben Gewicht verloren. Ja, komm, wir spielen einmal. Sieg, du gewinnst das Doppelte deines Einsatzes. Möchtest du nochmal spielen? Nein, danke. Super, Leute. Gut, mit den anderen hier konnten wir nicht reden. Mit dir konnten wir reden. Handeln. Da geht was, Leute. ...877 bräuchten wir jetzt noch. Okay, der Beutel ist fertig. Mist, ich bin auch fertig. Okay, wir machen das anders. Nee, halt. Eins. 852. Mist, das geht nicht so ganz. Schade. Okay, dann müssen jetzt ganze 25 weg. Vielleicht geht der einer. Nein, geht leider nicht. Okay, gutes Geschäft, sagt er. Finde ich auch. So, jetzt gerade nicht. Dann. War doch die hier, oder? 14 mm AP, genau. Ich habe hier sogar noch 66 Deckeln, Leute. So ging das ja. So. Fast 3000 Deckel, Leute. 29 Steampacks. Stimpacks, da geht was, Leute. Also ich glaube, wir können das jetzt mit so ziemlich jedem aufnehmen, sofern uns nicht sofort tötet. Vielleicht geht das Funkgerät ja hier. Wir wiegen auch nur noch 204 Kilo, Leute. Das gefällt mir. Das gefällt mir sehr gut. So, die beiden würde ich auch gerne verkaufen. Ich lasse die aber mal hier. Also ich möchte jetzt hier, das ist unser diverser Beutel, Leute. Hier kommt ein Zeug rein, das wir nicht, das, die wir, ah, Moment mal. Ich habe hier auch Munition drin. Okay, also hier ist Zeug drin, das wir eigentlich so gut wie nie brauchen. Das Feuerzeug möchte ich übrigens auch mal rausnehmen. Das bräuchten wir für die Molotow-Cocktails. Gegengift und Falle brauchen wir so nicht. Das können wir auch nur außerhalb des Kampfes benutzen. Also hier haben wir nur Zeug drin, das wir außerhalb des Kampfes, das wir nicht während eines Kampfes brauchen. Genau, und hier ist Zeug, das wir entweder verkaufen wollen oder während eines Kampfes brauchen könnten. Genau. Halt mal. Habe ich das gerade richtig gesehen? Ah, okay, einfach nur Feuerzeug.
Trinkt nur Rauschen. Schade. Naja. Okay, Feuerzeug kommt mal da rein. Und wir haben jetzt eigentlich an sich nichts mehr zu verkaufen. Von dem, was wir dabei haben. Bis auf die hier. Die würde ich verkaufen. Und ich würde die nicht nehmen wollen. Wobei, es gibt ja hier, glaube ich, bei der Figur gibt es irgendwo Abhängigkeits- oder irgendwie sowas war das. Ich weiß nicht mehr, wo es war. Ratten, Leute. Okay. Na gut, ich möchte mal speichern, Leute. So, und gut, bei der Karawane. Irgendwo müssten wir mal die Pillen verkaufen. Aber jetzt gehen wir erstmal wieder zu ihm hier zurück. Wir können ja jetzt wieder ein bisschen was tragen. So, ich hatte noch nicht die Zeit, mich darum zu kümmern. Was könnten wir bei dir eigentlich handeln? Ach, er hat nichts. Okay. Hast du den Raider seine Lektion erteilt? Ist mein Zuhause wieder sicher? Noch nicht. Ich möchte aber da hin. Ich glaube, wir kriegen eventuell unser Zeug nicht mehr, Leute. Wo geht es dahin? Nach Sonnenuntergang darf niemand in diese Gegend. Die anderen Wachen warnen dich nicht einmal davor. Wenn die dich kriegen, bist du dran. Geh lieber zurück in die Stadt, solange dein Kopf noch auf deinen Schultern sitzt. Handeln? Mit wem reden wir eigentlich gerade? Wie viel wäre das wert? 144, okay. Wir versuchen es einfach mal. Nimmst du die Pille hier? Gutes Geschäft. Super, Leute. So, ich bin schon gut. Ich mache mich auf den Weg. Ich glaube, wir müssen hier hin. Ja. Ich gehe mal nach draußen, Leute. Ich möchte zu diesem Hof zurück. Und vielleicht können wir über die Hauptkarte dorthin zurück. So, die Heights, Downtown, Old Town, Eingang. Schade. Können wir nicht. Boneyard, wir haben hier den Friedhof. Brotherhood, naja. Okay, also Eingang waren wir ja schon. Wir könnten hier nach Downtown. Die Heights dürfen wir um diese Uhrzeit nicht hin. Und Old Town, naja, wir gehen wieder zu Downtown. Dann gehen wir mal in den General Store rein. Ein Schild. Das Schild des Krämerladens. Ich sehe nur gerade die Tür nicht, Leute. Okay. Egal, dann gehen wir da mal hin, wenn es Tag ist. Und ich die Tür hoffentlich sehe. Das Schild der Friendly Landing Company. Da könnten wir rein. Aber ich würde jetzt eigentlich gerne das Zeug wieder von einem Bauernhof holen. Eine Badewanne. Nach genauerer Betrachtung kommst du zu dem Schluss, dass du in dieser Wanne doch kein Bad nehmen willst.
Lol. Okay, also hier und da oben, glaube ich, war noch eins, oder? Und hier würde es noch weitergehen. Wo geht es hier hin? Au, mal, mal Ausgang. Keine Ahnung, wo ich bin. Wir sehen uns den später an. Lass deine Waffen besser stecken. Ich hab doch nur... Ja. Ich hatte noch nicht die Zeit, mich darum zu kümmern. Halt. Dialog. Warte mal, was? Irwin. Keep clear. Hier kann ich den gesamten Dialog nochmal nachsehen, Leute. Cool. Wir haben wieder eine neue Information entdeckt. Aber, naja. Okay, sagen wir das. Ich glaube, wir kommen da nicht mehr hin. Oh, herzlichen Dank. Ich kann dir leider keine Reichtümer schenken, aber da, nimm das Gewehr als Belohnung dafür, dass du mein Heim gerettet hast. Okay. Hab jetzt ein Gewehr? Wo geht der Typ hin? Vielen Dank, dass du mir hilfst. Er geht hier rein, Leute. Okay, wir dürfen da halt nicht gerade hin, aber eventuell können wir doch noch sein Zeug, unser Zeug holen. Ich hoffe, das zählt dann nicht als Diebstahl, nur weil er jetzt schon wieder da ist. Okay, haben wir jetzt ein Gewehr? Eine 223 Pistole. Punkt 223 Pistole. Punkt 223 Gewehr, das zu einer Pistole umgerüstet und verkleinert wurde. Eine einmalige Feuerwaffe, die mit viel Liebe und großem Können angefertigt wurde. Mindeststärke 5. Okay. Ah, okay. Super. Wir haben also wieder eine neue Waffe und wieder Munition, die wir nutzen können. Und zwar die Punkt 223 FMJ. Munition Kaliber Punkt 223. Vollmantelgeschoss. Das war die hier, oder? Ja. Das Funkgerät kann eigentlich auch hier drin bleiben, Leute. Wenn ich mal... Ich hoffe, ich denke daran, dass ich das auch ab und zu mal benutze. 211 Kilo wiegen wir, Leute. Und ich würde gerne ein bisschen Kilo tatsächlich noch hier loswerden. Buffo, hochmodernes Steroidpräparat für mehr Kraft und schnelle Reflexe, kann starke Abhängigkeit hervorrufen. Auf diese Abhängigkeit habe ich keine Lust, Leute, deswegen möchte ich die überhaupt nicht nehmen. Nachher sterben wir noch, weil wir abhängig sind. Okay, ich möchte nochmal speichern. Und dann, wir dürfen da jetzt gerade eh nicht hin. Wir gehen jetzt einfach mal hier hin.